Was ich mich immer gefragt habe, ist beim Ashtanga, warum die Asanas nur so kurz gehalten werden und wie man es dann schafft, die zu verkörpern. Aber ich glaube, es geht einfach um was ganz anderes. Ich glaube, es geht einfach darum, so eine gewisse Welle zu reiten, in so einen Flow durch die Asanas zu kommen. Und das ist das Spannende. Also ich freue mich quasi, ja, wie auf dem Workout. Für mich ist es, ich bin gespannt. Ich freue mich. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Grüß dich und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Moksha Movement. Falls du uns noch nicht kennst, ich bin der Lukas, das ist der Michi. Und heute ist ein besonderer Tag. Denn gestern war der letzte Tag meiner 40 Tage Sadhana. Endlich. Und das bedeutet, ich könnte jetzt, bevor ich die nächste Sadhana starte, die immer durchgehend praktiziert werden muss, ein kleines Experiment machen. Und da haben wir uns gedacht, schauen wir uns mal Ashtanga an. Heute bin ich der Schüler. Michi darf mir heute Ashtanga beibringen. Was erwartet mich? Du wirst meine Grenzen gehen, definitiv. Ich erwarte viele neue Asanas. Die ganzen Vinyasas zwischendrin, das ganze Jump-Back, Jump-Through. Glaube ich, Muskelkater an vielen Stellen deines Körpers, die du so noch nicht benutzt hast. Dann das Ujjayi-Breathing ist bei uns auch ein bisschen anders als bei dir. Dieses lange, gleichmäßige, da wirst du dich auch, der Sonnengruß ist natürlich auch ein bisschen anders als bei euch, da wirst du dich auch immer umgewöhnen müssen. Wir werden jetzt gucken, wahrscheinlich machen wir die gesamte erste Serie. Normalerweise würde man jetzt einem, sag ich mal, Ashtanga-Anfänger jetzt nicht direkt die ganze erste Serie geben, sondern das nach und nach aufbauen, aber wir tauchen heute mal voll ein als Experiment und gucken mal einfach, wie es läuft. Ja? Also ich bin selbst gespannt. Ich erwarte ehrlich gesagt gar nicht so viel neue Asanas, weil ich ja schon auch über die 11 Reihen, die ich bisher vom Manga trainiert habe, auch schon echt viele Asanas zumindest mindestens ein paar Mal gemacht habe. Ich erwarte halt viel Variation. So, 2 Stunden Ashtanga-Praxis sind vorbei. Und jetzt klären wir mal die Frage, ja gut, warum habe ich das jetzt gemacht und wo sind die Unterschiede zwischen unserer alten traditionellen Hatha-Yoga-Praxis und dem, was wir heute in der Praxis gelernt haben bzw. gemacht haben. Ja, würde mich auch mal interessieren, so ne, aus deiner Sicht jetzt mal. Ja, aber bevor wir loslegen, wir haben noch nicht drüber gesprochen, bevor wir loslegen, würde mich am meisten interessieren, was der Lehrer sagt. Also wie habe ich mich deiner Meinung nach geschlagen? Gut, tatsächlich gut, ja. Wir haben ja durchgepowert, ne? Wirklich ohne wirkliche Pausen, nur das Notwendigste an kleinen Pausen gemacht. Er hat selber gesagt, dass es für ihn auch anstrengend ist. Klar, wenn du zusammen praktizierst. Genau, ja, hast du mal Kameraläuf, hast du mal ne, mehr Adrenalin, die Sonne hat richtig drauf geschienen, wir haben übelst geschwitzt auch, so, ne? Kommst du tiefer in die Dehnung noch rein, der Körper wärmt sich richtig geil auf, die Muskeln werden dehnbar und Faszien können sich, ja, dehnen und biegen sozusagen und war echt gut. Also klar, bei manchen Sachen hat man natürlich gesehen, dass da einfach die Kraft teilweise fehlt oder auch die Flexibilität an manchen Stellen, die halt durch diese Ashtanga-Praxis speziell aufgebaut wird, ne, muss man wirklich sagen. Da ist ganz doll der Fokus drauf, möglichst schnell Kraft und Flexibilität gleichzeitig aufbauen, würde ich sagen. Das ist so der Kernaspekt der Ashtanga-Praxis. Worin sie unschlagbar ist, meiner Meinung nach, ja. Aber wie gesagt, gut durchgehalten. Also ich muss sagen, war beeindruckt, ja. Danke dir, Brudi. Danke dir. Ja, es ist, war echt eine Erfahrung. Also mir hat es richtig gut gefallen. Es ist geil. Ich würde es am liebsten auch machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich, ja wirklich, wenn ich, man will halt immer alles machen. Ja. Ich würde auch, habe ich dir auch schon mal erzählt, ich würde auch gerne mal wieder pumpen gehen und keine Ahnung. Yeah. Aber du hast halt immer nur eine gewisse Kapazität an Zeit und Energie, die du in irgendwas reinstecken kannst. Und dann nimmst du natürlich das, was dir am ehesten entspricht. Und so sucht sich so jeder irgendwie gefühlt seine Sache raus.
Aber ja, das ist halt wirklich, als ich mit Calisthenics aufgehört habe, das ist halt wirklich nochmal Kraft, Ausdauer, Flexibilität, sieht geil aus, das sieht wirklich richtig geil aus, du kannst theoretisch richtig geile Instagram-Postings daraus machen, ja wirklich, ist ja so, sieht geil aus, du kannst, ich will sagen, damit angeben, aber es sieht halt schon absolut beeindruckend aus und das nicht nur, wenn du die vierte Serie hast, sondern schon, wenn du die erste Serie hast, nur bin ich natürlich woanders gelandet, ich kannte Ashtanga auch schon vorher und habe mich halt trotzdem dafür entschieden, weil es mir nicht das gibt, was ich jetzt wirklich suche, das muss ich auch sagen. Was suchst du denn, was du in deiner Praxis mehr findest? Was suche ich? Ich persönlich suche, das ist hart auszudrücken jetzt, aber ich suche Macht, ich suche Liebe und ich suche die Stille. Und alles drei, also allein schon das Wort Macht zu verwenden, ist bei den meisten ja schon... Aber ist so, ja, Macht, dieses energetische, diese schwer zu beschreiben, das Gefühl nach der Praxis mit Pranabanda, den Körper so energetisch aufzuladen durch die ganzen Techniken, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Beim Ashtanga ist es wie ein Workout gewesen. Wollte ich fragen, wie hast du dich danach gefühlt? Was ist der Unterschied beim Gefühl danach? Es ist ein Workout. Es fühlt sich mehr nach Workout an. Es erinnert mich mehr an die Calisthenics-Zeit und ich wundere mich nicht, dass du nach den 2 Stunden Praxis... Also wir praktizieren oft morgens einfach wirklich gemeinsam. Ich mein Hatha-Yoga traditionell, ne, und er Ashtanga daneben und wir sind meistens grob und werden zeitgleich fertig. Und am Ende ist es so, er knickt halt wirklich beim oder er schläft manchmal sogar bei der Praxis ein und bei mir ist es eher so... Im Shavasana, nicht? Im Shavasana, ja. In der Praxis schläfst du natürlich definitiv nicht. Aber beim Shavasana. Und das... passiert mir nicht. Also müsste ich mich schon dazu zwingen, das jetzt länger liegen zu bleiben und wirklich in diesen... Aber bei mir ist die Praxis, die Hatha-Yoga-Praxis, ist für mich 1 und 0. Es ist nicht nur Training, es ist nicht dieses wie ein Workout, sondern es ist absolut anstrengend. Nach 2 Stunden bist du auch fertig, aber du bist gleichzeitig energetisch so aufgeladen, dass du jetzt irgendwie einen Zug hast, weiterzumachen und direkt irgendwie, keine Ahnung, mit einem Tag zu starten zum Beispiel. Das ist einer dieser Elemente, wo ich sage, okay. Und natürlich auch die Stille. Was ich nicht verstehe, ist so dieses, du wechselst so schnell die Asanas, dass du gar nicht in die Verkörperung der einzelnen Asanas kommst. Ich habe mich selber immer wieder bei der Ashtanga-Praxis jetzt dabei erwischt, wie ich halt immer versuche, die einzelnen Muskelketten perfekt miteinander zu verbinden. Aber bevor ich überhaupt richtig in die Asana angekommen bin, geht es schon wieder in die nächste. Ja. Und das ist so, das ist dann wieder... da fehlt es mir einfach an dieser Stabilität, an dieser Stille, an diesem meditativen State auf der einen Art und Weise. Ich weiß ganz genau, dass wenn man Ashtanga länger praktiziert und über diesen stetigen Atem während der gesamten Praxis natürlich auch so eine gewisse Welle reitet irgendwann, da kommt man dann auch irgendwann hin. Ne? Das ist natürlich was anderes, wie wenn man es das erste Mal macht. Und gerade wenn du halt die Asanas länger hältst, diese Stille, diesen meditativen State, wirklich minutenlang und den Effekt nach einer 2-Stunden-Praxis, wo du minutenlang, bis zu 10 Minuten eine Asana hältst, den Effekt nach 2-Stunden-Praxis, das ist natürlich auch auslaugend und anstrengend, aber gleichzeitig so ermächtigend und gleichzeitig kommst du in die Stille. Also langfristig, und das, was halt ich gelernt habe, wo der ursprüngliche Das ursprüngliche Ziel von Yoga ist ja tatsächlich die Stille. Und da glaube ich schon, dass es sich irgendwie mehr in diese Richtung bringt. Was natürlich für Ashtanga spricht, wie du schon gesagt hast, ist dieses krasse, absolute Optimum an Flexibilität und Kraft gleichzeitig. Dieses gezielte, ich werde flexibel und kraftvoll gleichzeitig. Da kommst du natürlich extrem schnell hin, weil dafür ist es gemacht, dazu ist es optimiert. Das ist jetzt was ich glaube, die Flexibilität, die Kraft, die kommt auch beim Hatha-Yoga automatisch, sonst hätte ich jetzt nicht die Praxis ganz gut so mithalten können, ohne, ich habe es ja noch nie gemacht, aber natürlich auf einer anderen Art und Weise. Und weil einfach nur kräftiger und flexibler zu werden, ist zum Beispiel nicht mein Ziel, weil Balletttänzer,
Calisthenics, Turner sind kraftvoll und flexibel, aber warum haben sie es nicht verwirklicht? Warum haben sie nicht das verwirklicht, was ich suche? Es geht nicht nur um Kraft und Flexibilität. Das ist so... Also, um jetzt kurz darauf zurückzukommen, weil ich komme auch aus dem Calisthenics-Bereich, Workout und so weiter, was mir da gefehlt hat, selbst wenn ich da auch flexibel gewesen wäre schon, ne, was ja auch viele Calisthenics, na, manche sage ich mal, ne, manche, so wie ich, waren auch steif wie ein Stock, aber es kam auch durchs Fußballspielen, durch lange Jahre und so weiter, aber der Atem, warum sind Balletttänzer, Zirkusartisten, Contortionist und so weiter, Calisthenics, warum sind das keine Yogis? Weil sie die Verbindung zu dem Atem nicht haben, ne, weil der Praxis nicht, also beim Ashtanga ist, it's a breathing practice, ne, ist wirklich eine Atem, der Atem ist das zentrale Kernelement der Praxis, ne, wenn ich sage, du baust zwar Kraft und Flexibilität auch gleichzeitig auf, gerade auch durch diese Jumpbacks, Jumpthroughs, durch dieses Push-Up vom Boden her und so, ne, auch im Core und diesen Lift-Off sozusagen, ne, ist trotzdem, wenn der Atem nicht fließt, dann, also jemand, der, sag ich mal, das ist auch das, wo man bei dir gemerkt hat, da, ne, wie du auch gesagt hast, fehlt die Kapazität am meisten, diesen Atem fließen zu lassen, halt, ne, über die ganze Zeit, ne? Und wenn du dich sozusagen quasi zu sehr auspowerst oder zu viel machst und dann außer Atem kommst, dann ist es einfach nicht so effektiv oder nicht zielführend, weil das Ziel sollte sein, in der Praxis wirklich die Praxis dem Atem anzupassen, sozusagen. Genau. Ne? Und genau. Deswegen habe ich auch gesagt, einem Anfänger würde ich normalerweise nicht die ganze erste Serie geben, weil er gar nicht in der Lage ist, diese Atemwelle zu reiten. So, ne? Und deswegen würde man mit einer kurzen Praxis anfangen, das langsam aufbauen und diese Atemwelle konstant reiten. Und das ist halt was in anderen Sportarten nicht der Fokus auf den Atem, der primäre Fokus auf den Atem ist da halt nicht vorhanden. Schon gar nicht mit einer Pranayama-Technik, mit dem Ujjayi-Atem. So, ne? Das ist wirklich das, was auch die Ashtanga-Praxis oder generell Yoga-Praktiken unterscheidet von Sport einfach, ne? Absolut, ne? Ja, Ashtanga ist einfach eine Praxis, das mit dem Atem hast du jetzt echt... Der Atem ist so unterschätzt. Das ist halt dann, sagen, wie gesagt, wie so eine Welle, die du reitest beim Ashtanga. Es ist halt... Für mich fehlt dann auch noch dieser energetische Aspekt. Auch diese Art von meditativen State, klar, die kriegst du natürlich auch, das ist ja das Ziel durch diese gleichmäßige Atmung, aber wie sieht es mit den ganzen Pranayama-Techniken aus? Wann kommen die dann bei euch? Also traditionell gelehrt wurde das, also wir haben jetzt die erste Serie gemacht, da sind viele Vorbeugen, wie man gesehen hat. In der zweiten Serie kommen viele Rückbeugen. Ja, das geht dann direkt zur Reinigung des Nervensystems. Die erste Reihe ist Reinigung oder wieder in Form bringen, den ganzen Körper, den physischen Körper, das Skelett sozusagen wieder ausrichten. Wirbelsäule ausrichten, Becken ausrichten, Verspannung lösen. Zweite Serie mit den ganzen Rückbeugen reinigen halt die Nadis, das Nervensystem. Und dann ist dein Körper ausreichend bereit, vor allem dein Nervensystem, ausreichend gefestigt für eine... Klar, du kannst mit leichten Pranayama-Techniken vorher anfangen, aber was ich erzählt bekommen habe, ich mache es selber nicht, bislang noch nicht, ne? Wenn du die zweite Serie ganz gut beherrschst, dein Körper auch energetisch vorbereitet ist für intensivere Pranayama-Techniken, gibt es auch eine Ashtanga-Pranayama-Sequence. Geht ungefähr eine Dreiviertelstunde, soll relativ intensiv sein, voll ballern. Habe ich selbst noch nicht gemacht, kann ich so nicht zu sagen, aber kommt dann später, ja. Ja, okay. Das ist ein guter Ansatz, finde ich. Asana. Genau. Dann Pranayama und Meditation. Mudra fehlt halt noch. Mudra ist zum Beispiel auch so ein Element, was irgendwie gefühlt beim Ashtanga komplett untergeht. Das ist halt das, was traditionelles Hatha-Yoga auch irgendwann ausmacht. Ja. Das sind so... Ja, es ist interessant, das zu vergleichen und den Effekt zu sehen. Was wir halt immer recht spannend finden, ist halt, okay, wir sehen uns auch als Persönlichkeiten. Wir haben jetzt einige Jahre an Praxis auf dem Buckel. Wohin führt es halt in der Zukunft? Wir wissen jetzt, okay, jeder hat sich jetzt in eine gewisse Richtung entwickelt, jeder hat sich für einen gewissen Weg entschieden. Und wohin führt der Weg halt am Ende? Es bleibt halt nichts anderes übrig, als das komplett weiterzugehen und auszuprobieren. Und ja, wir können, also ganz ehrlich, wir haben halt schon unsere Ego-Spielchen. Jeder hält seine Praxis natürlich für besser oder halt für ihn besser geeignet sowieso. Gibt es halt auch bei Yogis immer so ein bisschen Ego-Spielchen. Vielleicht jetzt nicht so, wie es klingt, aber du weißt, was ich meine. Spaßhaft, genau. Was uns am Ende wirklich das Wichtigste ist, ist halt, 1 ist mehr als 0. Um Gottes Willen. Uns ist das Allerwichtigste,
fast schon egal ist, welche Praxis du machst. Klar, meiner Meinung nach, jeder sollte erstmal die absoluten Basics lernen, und da ist das traditionelle Hatha Yoga einfach perfektioniert. Das wurde über tausende Jahre einfach am menschlichen Organismus experimentiert. Ich glaube, das ist der beste Weg, alles ganzheitlich zu optimieren. Aber uns, und es ist immer die gleiche Quintessenz, zu der wir kommen, uns ist es am wichtigsten, dass die Menschen anfangen, auf die Matte zu gehen. Das würde uns so viele Probleme ersparen, die wir jetzt haben in diesem Chaos, was hier gerade irgendwie auf der Welt passiert. Und deswegen sind wir angetrieben. Einfach, um die Menschen zu motivieren, regelmäßig auf die Matte zu gehen und was für den Körper zu tun. Und welche Praxis man am Ende wählt, naja, das wird am Ende jeder selbst für sich entscheiden. Jo. Danke. War auf jeden Fall geil. Geile Erfahrung. Und ja, also Bodi, hast du auch richtig geil angeleitet, fand ich cool, hast mich richtig schön durchgeführt, muss ich an der Stelle auch sagen. Okay, danke. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ich weiß, was du daran findest, Alter. Du bist anstrengend. Wirklich? Und ich habe eine Dusche.